Auf eine ganz besondere Reise macht sich Mercedes-Fans.de-Chefredakteur Thomas Ebeling. Sein Ziel ist das Maybach-Haus in Appenzell. Es ist kein Museum und auch kein Schatzkästchen. Es ist der lebendige Mittelpunkt für all jene, die der legendären Marke ihre Liebe entgegenbringen. Für Menschen wie den Niederländer Ronald Büssing. It's a long row of zeros shining in that dashboard light. Another million miles in some rental car, another highway in the night. Another day, another week, another month away from my family. But I'd be lying if I told you there's somewhere I'd rather be. Than living in a roadhouse and automobiles. Er ist derjenige, der das Maybach-Haus ins Leben rief und der Hüter der einzigartigen Ausstellungsstücke. Es ist nicht nur Leidenschaft, es ist viel mehr. Ja, es ist absolut etwas, wo du mit umgeben bist, wo du 10 Jahre mit gelebt hast und noch viele Jahre weiter mit leben willst. Es ist, man sagt immer, Autokrankheit ist die schönste Krankheit, da er nicht geheilt werden kann. Und die meisten möchten auch nicht, dass er geheilt wird. Aber ja, es ist mehr wie nur Leidenschaft. Ich meine, auch die Kontakte mit den Maybach-Besitzern. Es gibt 3.321 Fahrzeuge. Wir sind auch in die glückliche Lage gewesen, eine der letzten produzierten Fahrzeuge zu sichern, die wir ja dann auch haben. Dass Mercedes-Fans.de hier drehen darf, ist eine besondere Ehre. Denn in das Maybach-Haus dürfen nur Menschen, die eingeladen werden. Immerhin stehen hier Raritäten wie ein Mercedes McLaren in der seltenen Sondervariante Z199 Sterling Moss. Oder ein fast fabrikneuer, blütenweißer SLR. Aber hier steht auch ein Maybach 57S mit der Seriennummer 3315. Kenner wissen, dass das die letzte ihrer Art ist. Das sind natürlich sehr hochwertige Sachen. Wenn man auch die ganze Linie sieht, den aufgelegte Karosserie bis hinten, das sieht man heute einfach nicht mehr. Oder ein Maybach 62S in der raren Swarovski-Edition. Ab und zu verkauft Ronald Büssing einen seiner Maybach. Doch meistens vermietet er sie an Kunden, die auf den gewohnten Komfort nicht verzichten wollen. Dann ist auch ein Chauffeur mit dabei. Aber dieser Begriff wird im Maybach-Haus nicht so gern gehört. Und bei uns ist natürlich der, der den Maybach fährt, auch qualifiziert als ein Maybach-Pilot und nicht als ein Maybach-Fahrer. Daher muss es auch bedienen können. Ronald Büssing öffnet für Mercedes-Fans.de viele Türen. Er bewahrt im Maybach-Haus alles, was nach der offiziellen Einstellung der Marke von Mercedes-Benz verkauft wurde. Das Markenlogo an der Wand, ebenso wie die Materialproben aller einst lieferbaren Außenfarben, Interieurleder und Teppichen.
Wir haben auch alle Raritäten, alle speziellen Sachen von damals. Ob das noch der Champagnerkühler ist im Maybachhaus. Und das absolute Highlight, was wir dann noch sichern konnten, ist deze einzigste Maybach-Uhr, die hergesteld is geworden. Es steht wel drauf, one of 12, aber es ist nur bei einer geblieben. Und diese einzigste Uhr hat dann doch seinen würdigen Platz gefunden, wo er gehört. Im Maybachhaus in Appenzell. Für mich war das wichtig, die Werte zu behalten. Ja, es war 10 Jahre lang war das so'n Besonderheit. Da man hat natürlich nicht bei Daimler mit einem Maybach nur ein besonderes Fahrzeug gekauft, man hat auch einen Status gekauft. Ein Maybach-Kunde ist bis heute ein besonderer Kunde für Daimler. Living in a roadhouse, an automobile. Doch Ronald Büssing ist nicht nur ein Autonarr im positivsten Sinne. Er engagiert sich auch für Menschen, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Thomas Ebeling entdeckt im Maybachhaus eine Auszeichnung, die das beweist. Du hast in Berlin letzte Woche einen Preis bekommen. Der ist wofür? Ja, da sind wir auch ganz stolz drauf. Das ist die Laureus Sport for Good Media Preis 2016. Und da sind wir ausgezeichnet worden als eine der meist arrangierten Personen vor Laureus. Mit auch Fundraising. Und wir haben das Thema Drive for Good noch weiter ausgebaut. Durch spezielle Aufklebers zu verkaufen, die von uns designed sind. Wir haben Track Days organisiert. Wir haben ein Spezialfahrzeug mit AMG gemacht. Und damit kamen schon über 400.000 Euro voor zugunsten van Laureus dieses Jahr. Doch im Mittelpunkt steht im Maybachhaus das Thema Auto. Und in diesem Fall ein ganz besonderes Auto, das nur in geringer Stückzahl gebaut wurde. Umso wichtiger, dass diese besonderen Exemplare des Automobilbaus erhalten bleiben. Ja, bewahren wir hier eine Erbe? Ja, ich denke schon. Von diesem Zeitraum, dass diese neuen Maybachs als Maybach-Manufaktur auf den Markt gekommen sind. Ja, ja. Ich glaube, wir machen hier wirklich etwas denkmalschutzartige Dinge. Und wir möchten das auch so aufheben, dass die Leute doch immer können sehen, ja, wie sah das beste Auto der Welt dann wirklich aus. Ja?